Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 28. Januar 2013. Ja, das Wochenende war ja bestimmt von dem Vollmond. Sonne und Mond standen sich gegenüber. Immer eine gewisse Spannung, wenn es auf den Vollmond zugeht. Und jetzt sind wir in der abnehmenden Phase. Das heißt, der Mond läuft aus der Opposition heraus, läuft also wieder auf die Sonne zu. Jetzt 14 Tage lang abnehmender Mond. Für diejenigen, die sich sehr stark für den Mondkalender interessieren sollten. Auch Wetterwechsel geht oft mit Neu- oder Vollmond einher. Mal darauf achten, auch hier bei uns im Norden jetzt sehr viel wärmer Tauwetter. Der Mond noch aktuell im Zeichen Löwe, also sehr kraftvoll, aber auch egozentrisch, weckt in uns den Wunsch, uns zum Ausdruck zu bringen, unsere Anliegen nach vorne zu schieben, während ja die Besetzung im Wassermann, Sonne, Merkur und Mars auch sehr viel mit Zusammenarbeit mit anderen zu tun hat. Kann also hier sehr stark auch doch den Gegensatz anzeigen zwischen dem, was ich will und dem, was vielleicht mein Verein, die Gruppe, meine Partei oder mein Arbeitsteam von mir möchte. Morgen, heute Nacht, wechselt dann der Mond in die Jungfrau um 12:30 in der Nacht, bleibt in der Jungfrau bis zum Donnerstagmorgen. Haben wir also Dienstag und Mittwoch im Zeichen Jungfrau. Mond in der Jungfrau, immer eine sehr gute Stellung, sich aktiv um seine Gesundheit, seine Fitness, seine Ernährung zu kümmern und eben auch so Verwaltungsarbeiten oder Arbeiten, die mit sehr viel Sorgfalt erledigt werden müssen, in dieser Zeit zu machen. Ein weiterer interessanter Aspekt, der jetzt perfekt wird, ist, dass die laufende Sonne im Wassermann ins Quadrat tritt zu Saturn im Skorpion, der inzwischen auf 11 Grad vorgelaufen ist, Sonne auf 8 Grad. Dieser Aspekt wird perfekt am Mittwoch gegen Mitternacht. Wir hatten das bei Merkur schon gesehen. Sonne-Saturn-Quadrat können Hemmnisse sein. Die Dinge funktionieren nicht so reibungslos. Andererseits aber auch ist hier eine Struktur gefragt und eben auch, dass die vielfältigen Ideen und Vorstellungen von Freiheit, von Individualität im Wassermann, dass die einen konkreten Ausdruck finden, dass die sozusagen materialisiert werden in gewisser Weise. Das hat auch damit zu tun, halt sich auch mal hinzusetzen und die Dinge konkret zu machen. Also nicht nur davon zu reden oder Ideen zu haben, sondern sie konkret umzusetzen. Eine konkrete Umsetzung, Entschuldigung, ist natürlich immer so, dass sie von der Vielfalt der Ideen etwas abnimmt, weil wir kriegen natürlich nicht alles umgesetzt und daher ist auch eine Einschränkung auch gegeben. Kann sich auch so zeigen, dass es so einen Widerspruch gibt zwischen dem, was wir wollen, Sonne, und dem, was wir sollen, Saturn. Das ist der Aspekt am Mittwoch. So auch am Mittwoch auch. Jupiter wird direktläufig. Jupiter zur Zeit. Wir sehen das hier. Außer den Mondknoten, die immer rückläufig sind, ist Jupiter im Augenblick der einzige Planet, der rückläufig ist. Wenn er also vorläufig wird, alle Planeten vorläufig. Und das kann auch bedeuten, dass wieder aktiver nach Sinnzusammenhängen und Erweiterung gesucht werden kann. Gut, dann wünsche ich allen einen super Wochenstart heute am Montag, dass die Dinge so funktionieren, wie ihr das gerne möchtet. Und dann sehen und hören wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Mein Name ist Norbert Gieso. Diese Videos nehme ich auf für sternzeichen.net. Bis dahin und tschüss.